Ja, so und so. Bei mir war das doch alles sehr fremd, sehr fremd. Und ich kannte ja praktisch nichts. Tatsächlich erhält Lindenberg die lang ersehnte schriftliche Zusicherung für das Konzert im Palast der Republik. Zu einer Tournee heißt es ausdrücklich: Außerdem möchten wir unsere Einladung zu weiteren. Ob es denn stimme, dass Lindenberg auftritt? Das heißt, diese Veranstaltung wurde durchgeführt nach Beschlussfassung im Zentralrat der FDJ und wird auch damit widerlegt, dass das ganze Leben in der DDR nun nur ein Leben wäre mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Das ist absolut falsch gedacht. Der Tag des Auftritts in Ost-Berlin, der 25. Oktober 1983. Ich war nervös, schon extrem nervös. Ich wusste, die ganze Nation, alles guckt, alles wartet, wie er das macht, was er erzählt und so, ne? Von diesem Augenblick an bin ich als Kameraassistent an der Seite von Udo Lindenberg und erlebe die Ereignisse des Tages hautnah mit. Ein historischer Tag. 8 Jahre hat es gedauert. Und nun sind wir soweit. Viele Leute freuen sich. Ob männlich, ob weiblich. Sie freuen sich unbeschreiblich. Das Tagesprotokoll der Hauptabteilung 20 der Stadtsicherheit der DDR vermerkt unter Punkt 1. 8 Uhr. Die Lagegruppe hat den Dienst übernommen. Insgesamt 1615 Mitarbeiter der Stadtsicherheit wachen von nun an über den Ablauf der Veranstaltung. Lindenberg steht unter großem öffentlichen Druck. Vor allem von den Westmedien wird sein Auftritt auf der FDJ-Veranstaltung argwöhnisch beobachtet. Also es gibt auch Befürchtungen diverser Journalisten auch. Ich will mich da von Karren spannen lassen, also mich da politisch missbrauchen lassen, für eine einseitige Darstellung. Das mache ich allerdings nicht, weil Lindy lässt sich nicht kastrieren. Ich werde da ganz, ganz total locker und offen nach Rat des Hauses meine Meinung sagen. Udo war, wie so oft in solchen Situationen, cool. Also ich kann das, was manche von ihm sagen. Udo strahlte im Augenblick, wo sich Situationen zuspitzten und wo ich oft wie ein nervöses Hemd reagiert habe, nahm seine Gelassenheit auf eine fast provozierende Art und Weise zu. Er war dann völlig ruhig, mal langsam, ruhig, überlegt. Ich freue mich sehr, dass es nun losgeht nach 8 Jahren. Heute der Auftakt zur großen DDR-Tournee durch mehrere Städte der DDR nächstes Jahr. Heute ein kurzer Auftritt und im Moment ist es sehr wichtig, dass überall für den Frieden demonstriert und gesungen wird. Den Sonderzug werde ich nicht singen, weil der Text nicht aktuell ist. Denn da habe ich ja nun gefragt, bist du wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Nun lässt er mich ja singen. Dann kann ich den Text ja so nicht bringen. Ne? Für die Stadtsicherheit der DDR bedeutet dieser Tag Ausnahmezustand. Lindenberg überquert die Grenze. Von nun an wird jeder Schritt von Mielkes Männern akribisch dokumentiert. Ausgeräumt. Ich habe mit Honecker selbst bisher nicht gesprochen. Das wird vielleicht heute im Laufe des Tages geschehen oder in naher Zukunft. Aber mit vielen anderen höchsten Funktionären. Und die Irritation, die es gegeben hat wegen Auvergne. Ich meine, man hat jetzt begriffen, dass dieses Lied überaus charmant gemeint gewesen ist. Und als Einladung von sich selbst, von Udo Lindenberg. Als eine freundliche Offerte, ich würde mal sagen, von Mensch zu Mensch. Udo ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die unvorhergesehene Verzögerung an der Grenze wohl... Dass er irgendwie an der Grenze aufgehalten worden ist und außerdem war das ohnehin aus meiner Sicht nie geplant, dass ich zusammen mit Udo Lindenberg Harry Belafonte abhole. Also das war immer so geplant, dass ich zum Flugplatz fahre, um Harry Belafonte abzuholen. Also das höre ich jetzt das erste Mal. Egon Krenz war sicher an diesem Bild allein mit Harry Belafonte sehr gelegen. Das war ja nun auch ein Weltstar und wenn man mit einem Weltstar zusammen dasteht, zumindest noch mit einem farbigen, dann war das für das Image eines
Vorsitzenden des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend natürlich außerordentlich gut. Und da Harry Belafonte auch ein Liebling der Frauen war, kam auch dies sicher Egon Krenz zugute. Mit halbstündiger Verspätung trifft Udo Lindenberg in Schönefeld auf Egon Krenz und den amerikanischen Weltstar Harry Belafonte. Ein kurzer Smalltalk, dann macht sich Udo auf den Weg zum Soundcheck in den Palast der Republik. Das war am 25. Oktober 1983 begegnet. Für Krenz und Lindenberg ist dies ein besonderer Augenblick. Man stößt mit Buttermilch an, tauscht Höflichkeitsfloskeln und Schallplatten aus. Lindenberg glaubt zu dieser Zeit fest an die ihm zugesagte DDR-Tournee. Also ich hatte den Eindruck, dass die beiden, Egon Krenz und Udo Lindenberg, ganz gut miteinander auskamen. Ich meine, das war Smalltalk. Es ging um die Veranstaltung, es war Smalltalk. Aber so fröhlich und ohne, dass da irgendwelche Probleme sichtbar waren. Und auch wenn Udo immer wieder angesprochen hat mit der Tournee, das wurde also alles bestätigt und man hat also der weiteren Zusammenarbeit mit großer Freude und Erwartung entgegengesehen. Das Management von Udo Lindenberg hatte uns damals geraten, nicht mit Alkohol anzustoßen, sondern mit Buttermilch. Aus welchen Gründen auch immer. Das haben wir gemacht. Das war keine Lächerlichkeit, das war einfach so, naja, wie es gewünscht worden ist. In allen Ländern singen und demonstrieren und fordern, weg mit all den Raketenstau. Schluss mit der Kamikaze-Rüstung. Ja, und dann wurde ich da auf die Schulter genommen, unserem Kumpel da. Und dann habe ich denen den Ding vor Tag gezeigt, Leute, es geht los. Und ich war hoch erfreut, weil ich war davon überzeugt, jetzt haben wir diese harte Nuss geknackt und so. Jetzt können wir das machen mit der Tournee, ne? Ja? In Windeseile spricht sich die Nachricht von Udos Erscheinen herum. Immer mehr Fans strömen herbei. Plötzlich stehen auch wir mit unserem Kamerateam mitten im Fanpulk. Kurzzeitig droht die Situation zu kippen. Das war eine richtig beängstigende und unverständliche Situation. Wir hatten gedacht, dieses ganze Gelände ist abgesperrt, aber die Leute hatten ihren Weg auf diesem Parkplatz gefunden, wie auch immer. Und nun wurde natürlich Udo erst einmal von der Menge, die er immer mobilisierte, eingeholt. Und wir wollen leben. Und nicht in einem vom USA-Imperialismus angezettelten Atomkrieg untergehen. Wir wollen Frieden, Frieden und nochmals Frieden. Egon Krenz gibt die ideologische Marschrichtung vor. Er prangert ausschließlich die westlichen Atomraketen an und erhält dafür reichlich Beifall. Es ist durch und durch eine Propagandaveranstaltung. Kein Wort dazu, dass zur gleichen Zeit die eigenen, zumeist kirchlichen, oppositionellen Friedensaktivitäten brutal unterdrückt werden. Annähernd 4200 FDJler, Parteikader und Nachwuchsfunktionäre sitzen im Saal. Für die Musiker aus dem Westen ein ungewohnter, ja irritierender Anblick. Naja, es kommt, manchmal kam sogar... Wenn die Tour dann auch noch läuft, das war alles Bedingung. Fernsehen war ja auch Bedingung, war keine Selbstverständlichkeit, dass sie an so einem Abend Fernsehen, ganze DDR und so, weißt du, ne, und mich da sprechen lassen, ne? Also unzensiert. Und dass wir, wie sonst in der Bundesrepublik, jetzt auch hier in der DDR uns an einer Friedensveranstaltung beteiligen können, um auch hier unseren Standpunkt zu vertreten und zu bekräftigen. Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Dieser Aussage können sich auch die FDJ-Funktionäre vorbehaltlos anschließen. Entsprechend freundlich ist der Beifall. Dann aber folgt ein Satz, mit dem Lindenberg ganz bewusst
ein DDR-Tabu bricht. Wird mit allem Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR. Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine SS-20. Öffentlich auch die Abschaffung der sowjetischen SS-20-Raketen zu fordern, das hatte in der DDR bisher niemand gewagt. Naja, Udo hatte natürlich die Befürchtung, dass er vereinnahmt wurde. Ja, bei dieser offiziellen Veranstaltung mit Blauhemden und ja doch einem ziemlich auserwählten Publikum, da reagiert er natürlich immer sehr vorsichtig und legt immer Wert darauf, dass er in erster Linie für die Fans da ist und dass es für ihn kein Problem ist, in so einer Friedensveranstaltung mitzuwirken, aber eigentlich ist er ein Rocker und er will für seine Fans in der DDR singen. Und das war der Punkt, also da hat er noch drauf bestanden. Liebe Leute hier in der Halle und liebe Leute zu Hause, wir kommen bald mit dem großen Programm mit Panikorchester in die DDR und werden uns da für Frieden weiterhin einsetzen und einfach hier richtig tolle Konzerte machen. Und das Panikorchester und ich, wir sind also sehr, sehr erfreut damit. Ein lang ersehnter Wunsch ist jetzt endlich klar. Unterdessen wächst die Zahl der Fans vor dem Palast der Republik unaufhörlich. Wer Pech hat, gerät in die Fänge der Staatssicherheit. Minutiös von der Staatssicherheit überwacht wurde. Ist Ihnen klar, ob jede Sendung des bundesdeutschen Fernsehens vom Verfassungsschutz überwacht wird? Ich weiß es nicht. Sie sollten als Chef der FDJ wissen, ob diese Veranstaltung von der Staatssicherheit überwacht wurde oder nicht. Wissen Sie, die Staatssicherheit wird heute ganz anders behandelt, als sie tatsächlich war. Ich war damals schon Kandidat des Politbüros und insofern hatte die Staatssicherheit mit meinen Aktivitäten überhaupt nichts zu tun. Warum denn wurde die ganze Veranstaltung, wie heute nachzulesen ist, von der Staatssicherheit beobachtet? Ja, das war... Die Staatssicherheit war verantwortlich für die Sicherheit des Staates und wenn es dort etwas gab, dann war das ihre Angelegenheit. Das ist doch kein Makel. Es ist doch auch kein Makel, wenn Sicherheitsorgane der Bundesrepublik Deutschland heute bei bestimmten Veranstaltungen da sind. Warum wurden die Fans, die draußen, angeblich die wahren Udo Lindenberg-Fans, dann zum Teil abgeführt? Das wissen Sie mehr als ich. Weiß ich nicht. Wissen Sie mehr als ich? Ich war selber draußen mit dem Kamerateam. Ich war damals Tonmann des Kamerateams und habe mit ansehen müssen, wie man unsere Kameras beiseite gerissen hat. Oder unsere Kamera, wir durften nicht mehr weiterdrehen. Und einige wurden abgeführt da draußen. Ich war selber Zeitzeuge dieser Situation. Ja, ich tut mir leid. Ich habe nach der Veranstaltung das Ganze aus dem Fenster des Palastes der Republik beobachtet. Ich kann Ihre Beobachtung nicht bestätigen. Sehen Sie, Sie müssen, ich war nicht Pförtner, ne? Ich war der erste Sekretär des Zentralrats der FDJ. Und habe mich deshalb auch mit Udo Lindenberg beschäftigt. Wir haben ja nach der Veranstaltung eine Zusammenkunft gehabt mit den Leuten, die da gewesen sind, also mit den Künstlern. La Fonte war da. Wie werten Sie das heute, dass einige der Udo Lindenberg-Fans, die draußen vor der Halle standen, abgeführt wurden? Ich kann das nicht bestätigen, ich weiß es nicht. Fragte, wie werten Sie das? Ich weiß nur, ach, lassen Sie mich noch mit solchen Quatschen rüber. Was? Ich habe da drin in der Halle genug zu tun gehabt. Wenn es dort Leute gegeben hat, dann weiß ich ja nicht, dann muss ich zuerst fragen, warum wurden sie abgeführt, weiß ich doch nicht. Meinen Sie, ein Politiker der Bundesrepublik Deutschland weiß, warum beim Gipfel in sonst wo Leute abgeführt werden? Also, ich werde immer mit Fragen konfrontiert, die ich gar nicht wissen kann, weil sie in dem Moment gar nicht zu meiner Aufgabe gehört haben.